gerade nicht ganz verstanden. Friedrich, du hast gesagt, es nutzen 100 Leute, 60 haben sich registriert. Das heißt, ich kann sie auch unregistriert nutzen. Das ist das, was der Sebastian vorhin auch gesagt hat. Das heißt, wenn du dich nicht registrierst, kannst du alles lesen, kriegst alle Informationen, kannst aber nicht selber was einstellen und nicht selber chatten. Aber du bist informiert. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ja auch so, dass die Lizenz quasi für die registrierten Nutzer ist und nicht für die User. Das heißt, du kannst da 500 Leute haben, die das lesen, aber wenn sich nur 50 Leute registrieren, dann hast du nur 50 offizielle registrierte User, für die du am Ende zahlst. Ja, okay. Genau richtig.